Wenn ich mich ein bisschen anstand hätte, müssten wir dir einfach dein scheiß Nasenbein brechen. Weil du einfach nur, wenn du nur Scheiße laberst. Der Kampf hat gefehlt, ganz einfach. Der Kampf hat gefehlt. Wenn man nicht kämpft, dann kann man nicht aufsteigen. Also ich kann nicht erstligisch bleiben. Wenn der Kampf nicht da ist, dann steigst du ab, so wie wir gerade aktuell. Es geht einfach nicht so weiter. Dietrich, raus! Die Mannschaft scheiß hat keine Lust jetzt gegen den Trainer zum Spiel. Weil unser Trainer stellt einen Scheißdreieck auf. Mehr kannst du so, nicht. Ja, wie viele Trainer denn noch? Wen willst denn du haben? Ich erzähle auch was. Leverkusen, muss ich einfach sagen, war heute die bessere Mannschaft. Da das spielerisch vom VfB einfach nichts kam. Also, das Problem ist einfach allgemein die Situation beim VfB. Immer diese Situation, können wir aber nur das Spiel mal nur anschauen und also zugeben, dass der VfB hinten stand und auf Konter gehofft hat. Ich bin ehrlich, ich würde gerne auf dem Platz stehen. Ich würde genauso wenig hinkriegen wie die Mannschaft aktuell. Das ist also, dass die Leverkusen bessere Mannschaft war, das ist pipapo, tralala, zilata. Nee, glaube ich nicht. Wenn der VfB einfach mal die Tore vorne machen würde und nicht immer irgendeinen Elfmeter hinten rein kassiert. Welche Tore? Wer bringt denn die gefährliche Situation vorne? Entschuldigung, wenn ich mich einmische, aber wo soll denn da bitte bei uns bei Aktion? Klar, wir hatten heute mal Torgefahr, aber genauso Leverkusen. Also ich sehe beim VfB gar nicht, es kommt kein Steilpass, es kommt nichts Überraschendes. Es kommt nichts Überraschendes, es ist brutal, es ist so vorhersehbar. Ja, es hat wirklich nichts mit dem schlüssigen Fußballspiel zu tun. Ich finde auch zum Beispiel, ich will jetzt niemanden kritisieren oder so, weil es ja wahrscheinlich jeder sieht, dann werde ich wieder gehatet oder so. Aber ein Didavi, wenn ich schon sehe, wie er rumläuft. Genau. Wenn du Didavi reinstellst, der das Spiel machen sollte, aber vorne im Sturm dann rumläuft, verstehe ich nicht. Also ich habe mich heute gefreut, dass er mal einen Zweikampf gewonnen hat. Also Didavi, wenn du das siehst. Das stimmt wirklich, das gab es den Applaus, wo er einmal reingekretscht ist. Das muss man sich doch mal vorstellen. Aber da fängt es ja schon an. Welche Mannschaft, welche Elf? Es ist ja brutal. Vor ein paar Wochen hieß es, wir haben uns unsere Stammelf. Ich sage ganz ehrlich, dem Trainer ist das scheißegal. Kann diese Stammelf oder kann der Verein an sich aus diesem Kellerduell noch irgendwie rausretten? Ja, aktuell haben wir noch die Position auf dem Relegationsplatz. Es sind zwar nur noch 3 Punkte jetzt auf Nürnberg. Ich sage euch mal die bittere Wahrheit. 1-1 habt ihr hier gespielt und ihr fährt nach Augsburg. Ja, wir haben 1-0 verloren. Das ist die bittere Wahrheit. Nee, ich meinte Nürnberg. Als Nürnberg hier war, habt ihr 1-1 gespielt, jetzt wollt ihr nach Augsburg und gewinnen. Es klingt für mich nicht logisch. Wir haben auch gegen Hoffenheim 1-1 gespielt. Also von daher, und Hoffenheim spielt ein paar Positionen über uns. Von daher haben wir auf jeden Fall noch die Sorge. Und wenn der noch einmal Super Bayern ruft, was ist denn los mit dir? Was machst du hier im Stadion? Aber glaubt ihr, ihr punktet in Augsburg? Ich sage jetzt so, das gegen Nürnberg war einfach eine Frechheit. Das waren 3 Punkte spielen, die haben von der ersten Minute nicht gespielt. Die wissen nicht, um was es geht. Heute hätte uns der Punkt auch nicht weitergebracht. Wir haben auch gesagt, Punkt in der Situation ist zu wenig. Aber der Punkt ist zu wenig. Aber es wäre auch schon bei dem Punkt gegen Leverkusen, wo keine Gurkentruppe ist, nach Augsburg zu fahren, hätten wir vielleicht sagen können, hey, mit Selbstvertrauen. Aber ich sage ganz ehrlich, es ist... Stell mal rechts von mir, links von mir, Alter. Was gibt's zu dem zu sagen? Nix, alles gut. Ich habe einfach ein Problem, wenn wir hier ins Stadion kommen. Ich hoffe nicht, dass ich auf der Kamera... Nee, ist mir egal. Sag doch, alles gut. Nee, aber ich habe ein Problem damit, wenn wir hier einfach nur zum Pöbeln herkommen. Bist du zum Pöbeln hier? Ja, hier FC Bayern, scheiß Wichser seid ihr. Ja, okay. Ja, ich so. Ja, du stehst selber zu. Ja? Okay. Dass du keine Ahnung vom Fußball hast. Ich habe Ahnung. Hast du gerade irgendwas mit Bayern gesagt, oder was? Ja, ich bin Bayern-Fan. Dann verpiss dich, Alter. Nein, ey, alles gut. Ey, ganz ruhig. Hey, ich habe es gerade schon mitgekriegt, du provozierst ja übrigens die Kamera die ganze Zeit rein. Ganz ruhig. Was suchst du denn hier als Bayern-Fan? Was sucht ein Bayern-Fan hier? Ja, ich bin mit einem Kumpel hier. Ja. Dann halt deine Fresse, Gott, ja, okay, sorry. Okay. Dann halt deine Fresse, vor allem, wenn wir gerade ein Interview machen. Hey, ganz ehrlich, glaubst du, ich gehe auch in die scheiß Schickeria und mit meinem VfB-Schal, wenn Liverpool übelst Bayern auseinander nimmt? Nein, okay, ich als neutraler Fan ich habe heute gesagt, meine Emotion. Kann ein neutraler Fan sich ein VfB-Spiel anschauen? Nein. Warum? Doch, natürlich kann es machen, aber da muss es. Nein, weil warum soll ein neutraler Fan sich das Spiel anschauen? Weil er mit seinem Kumpel da ist. Wer würde sich auch die VfB-Spiele auch nicht anschauen, weil sie so schlecht sind? Jetzt war ohne Scheiß. Aber dein Kumpel, komm mal her jetzt. Alles wegen dir. Warum wegen mir? Weil du ihn gebracht hast. Digga, hast du heute ein schönes Spiel gesehen? Ja, Stuttgart hat gekämpft und so. Respekt.
Haben sie das? Ja, ja, ich hab doch nichts davor gesagt. Ich hab doch nicht Super Bayern zu. Du hast doch wirklich Super Bayern gesagt. Ich glaube, das führt zu keinem Ergebnis. Wenn ich mich ein bisschen anstand hätte, müssten wir dir einfach dein scheiß Nasenbein brechen. Weil du einfach nur, wenn du nur Scheiße laberst. Warum? Du, ja, Super Bayern hier vorm Stuttgarter Stadion. Oder was? Was ist los mit dir? Nein. Doch. Das hat mit Respekt zu tun. Nein, doch, das hat mit Respekt zu tun. Ja, ich hab das. Das hat mit Respekt zu tun. Wenn du weiter so machst, dann kriegst du wirklich eine Hände. Nein, Leute, ich finde schön, dass wir jetzt alle zusammen sind. Bayern-Fan, ja. Stuttgart-Fan und ich selber auch. Was? Das ist okay, was denn? Es hat hier keinen Sinn. Meiner Meinung nach bleibt es dabei. Stuttgart tut sich sehr, sehr schwer, überhaupt irgendetwas zu machen, wenn man hier zu Hause gegen Nürnberg 1-1 spielt. Dann kann man nicht nach Augsburg fahren und dort gleich einen Sieg sehen. Ja, meine Lieben, Alter, ich bin sprachlos. Also, ihr habt Glück, dass, eher Unglück, dass Nürnberg und Schalke gepunktet haben. Unglück. Aber Hannover verloren hat. So, wie rettet sich der VfB jetzt in die Schlussphase nochmal raus von unten? Wir müssen gucken, dass wir gegen Augsburg, gegen Gladbach und gegen Schalke nochmal ein Haus hoch gewinnen, auch gegen Berlin. Das sind jetzt die wichtigsten Spiele für uns. Und da haben wir Punkte, das ist der Abstieg sicher. Das ist einfach aber so. Wie macht man das? Schauen wir uns heute das Spiel an. Ihr habt nicht viel gemacht, oder? Ja, viel nicht wirklich, aber so langsam muss ich einfach kämpfen. Und wie gesagt, gegen Augsburg muss Punkte. Normal hätte schon. Das war normal. Es wären Punkte gewesen, aber es war halt einfach. Gewesen? Inwiefern? Was hat gefehlt? Ich habe Bayer Leverkusen eigentlich im größten Spielverlauf. Der Kampf hat gefehlt, ganz einfach. Der Kampf hat gefehlt. Wenn man nicht kämpft, dann kann man nicht aufsteigen. Also, ich kann nicht erstligisch bleiben. Wenn der Kampf nicht da ist, dann steigst du ab, so wie wir gerade aktuell. Das geht einfach nicht so weiter. Dietrich, raus! Oder vorne läuft es einfach nicht. Ich meine, wer soll bei euch die Tore schießen? Oh. Ja, der Dietrich auf keinen Fall. Dietrich raus, das höre ich jetzt schon seit Anfang der Saison. Was denkt ihr, bewirkt es dann, wenn Dietrich jetzt draußen ist? Was passiert? Da kommt vielleicht mal ein neuer Junge, der mal ein bisschen Schwung in die Mannschaft reinbringt. Jetzt, wo der Reschke weg ist, jetzt der Neue da ist, eventuell bewirkt es ein bisschen was. Kann man nicht ahnen, das sind nur Spekulationen, aber es wird schon klappen. Was denkst du, welchen Einfluss hat das, den Rauswurf? Ja, wie er gerade eben gesagt hat, sobald ein Junge nachbringt, kann sein, er bringt einen neuen Schwung rein oder sonst irgendetwas. Brauchst auch mal frisches Blut und nicht nur auf die Alte rumreden. Ist es hart, VfB-Fan zu sein momentan? Ja. Es tut verdammt weh. Wie besteht man solche Situationen oder wie besteht man solche Phasen durch? Viel Alkohol. Wie kommt der VfB von da unten raus? Gar nicht. Ja, gar nicht. Es ist eine bittere Tatsache, aber er hat recht, oder? Klar. Ja, das ist halt schade. Vom Spielverlauf her, was gab es überhaupt positiv? Wir waren in der ersten Halbzeit. Das Positive war der Alkoholkonsum seines Freundes. Ja, wir waren in der ersten Halbzeit 1A besser. 1A besser, sorry, aber wenn ich das sagen darf, Leverkusen war heute die bessere Mannschaft. Ja, aber hast du die erste Halbzeit über gesehen? 90 Minuten war Leverkusen die bessere Mannschaft. Ja, aber du hast die erste Halbzeit, glaube ich, nicht gesehen. Doch, ich habe sie gesehen und das nüchtern, auf jeden Fall. Ja, ich nicht. Ja, aber du hattest doch früher so ein Ja, aber in der ersten Halbzeit, in der ersten Halbzeit waren wir schon, da hatten wir schon ein paar Chancen und die hätten wir schon machen können. Ich höre viel immer Dietrich raus. Welche Auswirkungen hat es, wenn jetzt er raus ist? Was erhoffen sich die ganzen Leute? Ja, Dietrich raus. Ja. Und dann, was soll passieren? Aus heiterem Himmel holt ihr dann euch 3 Punkte immer, oder was? Nein. Nein? Jetzt schon mal. Nee, es ist halt eine wichtige Frage. Wir machen es. Dietrich raus. Erstmal. Ja? Und dann wird alles besser. Ja? Dann wird inwiefern alles besser? Ja, wir haben ich mache mit meiner Freundin Schluss und dann wird alles besser, oder was? Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Willst du noch was hinzufügen? Für mich war Kabak der beste Mann auf dem Platz. Auch von der Stuttgarter Seite. Alles besser. Klar. Der hat bessere Offensivattacken gemacht, wie manch Offensivspieler. Vielleicht bräuchte ich einen offensiven Spieler, aber ich sehe einfach momentan in euren Reihen keinen, der da die Tore schießt. Ja. Das wird es vielleicht sein. So einer war es. Die Mannschaft hat keine Lust gegen den Trainer zum Spiel.
Weil unser Trainer stellt einen Scheißdreck auf. Mehr kannst ist so. Das ja, ist wie ja, viele Trainer denn noch? Wen willst du haben? Der Weinzierl ist aber so einer, der ist zu ruhig für unsere Mannschaft. Wir brauchen einen mit Pau unterm Arsch, der was der Mannschaft mal zeigt, hey, wie Fußballspiele geht. Der Weinzierl ist ein ruhiger Mensch und sagt, ja, das und das. Wir brauchen einen Trainer, der was mal unsere Spiele in den Arsch schneidet. Wer soll denn kommen? Ja, das bringt es einfach nicht. Das ist die einfachste Lösung zu sagen immer, Trainer raus, aber bringt es was? Das bringt, wir brauchen halt einen Trainer, der was voll unterm Arsch hat. Der Weinzierl ist einfach ein ruhiger Trainer, ist so. Wir brauchen einen Trainer, der voll unterm Arsch hat und der Mannschaft zeigt, wie man Fußball spielt. Weil Weinzierl ist ein ruhiger Trainer, der sagt Amen und Beten. Und mehr ist so. Du willst auch was hinzufügen? Darf ich nur kurz noch was sagen? Sieht man mich? Ja, klar. Ich wollte nur sagen, ich bin einfach nur sehr traurig und ich liebe diesen Verein und ich werde ihn auch nie hergeben und es wird mein Leben lang so gehen, aber es macht echt brutal, Mann. Und Anna, ich grüße alle Fans und wir stehen zusammen durch. Und ich danke dir für die schönen Videos. Was wolltest du hinzufügen? Was ich sagen will, die Spieler, denen gehört es kalt gestrichen, komplett. Da ist null Emotion, keiner bewegt sich, Standfußball wie in den 90er Jahren, Katastrophe. Denen gehört das Gehalt gestrichen komplett, dass sie mal wissen, wie es ist, wenn man wirklich arbeiten muss für seinen Job. Weil das ist ja Hobby, was sie machen. Und ich muss auch jeden Tag um 6 Uhr aufstehen oder nachts um 22 Uhr. Warum? Das ist glaube ich, die Wahrheit, weil bei Mannschaften wie Düsseldorf, die wesentlich vom Kader her, vom Namen her, eigentlich so auf dem VfB-Niveau, jetzt vom Namen her, nicht, aber vom Spielerischen her einfach 5-mal besser sind. Und ich glaube, das fängt einfach mit dem Köpfchen an. Ja, natürlich, Kopfsache ist es auch. Es ist Abstiegskampf. Das ist natürlich eine Kopfsache. Aber es kann nicht sein, wenn ich 6 Millionen für den wir einen Bartstürmer im Training nichts leiste. Oder ein Gomez. Ich weiß nicht, was verdient der Gomez. 5, 6 Millionen außer oben den Dreh. Ich glaube, du kannst zum Thema Dietrich was sagen. Thema Dietrich, ja. Ja, die wollen alle, dass er raus ist. Wenn er raus ist, was soll denn passieren? Reschke ist raus, es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert, das ist richtig. Ich denke mal, das Thema Dietrich lassen wir jetzt einfach mal auf der Seite. Die sollen nach ihrer Leistung gucken. Das ist viel wichtiger. Die Fans, das ist Champions League. Die geben jedes Spiel alles und wir kriegen Scheiß dafür. Das ist schon traurig, dass die Spieler das nicht würdigen. Mit Spiel, im Spiel, dass sie Leistung bringen. Ja? Aber gut, was willst du da noch sagen? Wir stehen trotzdem zu unserem Verein, egal wie die Spiele ausgehen. Wir gehen bis runter, wir gehen auch in die zweite Liga. Wenn es sein muss, gehen wir auch diesen Weg. Lass mal so stehen. Eben. Alles klar. Danke dir. Jo, ich danke dir. Wie heißt du? Chris, ich bin von Cannstatt Fire, OFC, der Presi. Ich habe jetzt das Spiel gesehen, war Leverkusen war die bessere Mannschaft, muss ich sagen. Über 90 Minuten auch. Dass es 1-0 ausgeht, okay, finde ich schade. Aber wie rettet sich jetzt Stuttgart aus diesem Keller-Duell raus? Indem wir nächste Woche in Augsburg gewinnen. Ja, wie sagt das immer so einfach? Ihr habt Glück, Nürnberg hat gepunktet gegen Schalke. Eher Unglück, sorry, aber Hannover hat heute verloren. So. Gut, ich meine, die unter uns stehen, die sollen weitere Punkte liegen lassen. Wir müssen sie halt holen. Letzte Woche gegen Nürnberg hätten wir nicht gewinnen müssen. Aber wir waren zwar schlechter, klar. Eben. Und dann geht ihr nach Augsburg und wollt 3 Punkte holen? Ja, wollen wir. Ist das logisch? Ist logisch, ja. Glück haben ein bisschen, ne? Was denkst du? Ja, also meine einzige Initiative, wo man auf jeden Fall anfangen sollte, ist, dass Dietrich die Fliege macht, dass er rausgeht. Aber was passiert dann? Ich verstehe nicht. Was passiert, wenn Dietrich raus ist? Dass die ganze Mannschaft von vorne aufgebaut wird. Denkt ihr, Dietrich steht da oben und hat irgendeinen Controller in der Hand und beeinflusst die Spieler oder was? Ich denke schon, weil das ist die Stimmung und alles im Verein, auch rund um den Verein stimmt ja einfach nicht. Die Mannschaft stimmt nicht. Und er ist dafür verantwortlich mit Reschke zusammen, was die jetzt hier heute auf dem Platz. Reschke ist weg. Ist weg. Er ist nicht besser geworden. Ja. Weil Dietrich, der muss auch weg. Finde ich. Der ganze Vorstand ist schon weg. Denkt ihr, haltet noch einen Relegationsplatz? Ja, halten wir auf jeden Fall. Relegationsplatz sollte auch mindestens drin sein. Mindestens. Was heißt das? Wen würde man noch gerne angreifen da oben? Ja, Augsburg. Das ist der einzige. Also ich sag mal so, es sind entweder auf Platz, also auf dem Relegationsplatz oder ein Platz drüber. Also 15 oder 14. Wie fand ich den Schiedsrichter heute? Ich kann es nicht beurteilen, weil ich die Elfmeterszene habe ich nicht gesehen. Aber gegen Ende hat auch, ich sag dir ehrlich, scheiße gepfiffen. Ja. Ja, ich habe jetzt ihr Schiedsrichter jetzt nicht wirklich viel anhängen wollen, aber ich kann mir das mal so stehen lassen, dass Leverkusen heute besser war.
Gut, erste Halbzeit haben wir gut mitgehalten. Zu Recht 0-0. Aber wie? Ihr habt hinten gestanden, ja, und ihr habt auf Konter gehofft, die selbst noch nicht wirklich vors Tor kamen. Ja, aber gegen Leverkusen ist jetzt auch nicht gerade, also offensiv stark sind sie schon, da musst du schon hinten reinstellen. Vor allem in unserer Situation. Klar, und dann nach dem Elfmeter also, fand ich das Spiel, das war ein Knick. Genau. Ich kann nicht mal schade sagen heute, weil verdient, hättet ihr es verdient, wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Also ich bin dir ehrlich, und zwar nach dem Spielverlauf muss ich echt sagen, erste Halbzeit, was normal kein Wunder ist, wir kriegen kein Tor. Wunder, war echt ein Wunder. Ist man stolz darauf, ja, dass man kein Tor kassiert? Zur Halbzeit ist es einfach ein Stolz drauf, weil das ist echt, gerade in der letzten Zeit war es echt katastrophal. Seid ihr so tief gesunken, dass ihr euch über ein kein Gegentor freut? Muss ich echt sagen, ja. Weißt du selber. Weißt du selber. Ist ehrlich. Ist nicht gut. Also. Ja. Man freut sich echt wirklich um 0-0 in der Halbzeit, bist du reingegangen, du hast echt ein super Spiel gemacht und in der zweiten Halbzeit wurdest du betrogen. Betrogen von wem? Das ist mir egal. Also, wo hat er euch betrogen? Keiner kann einfach erzählen, was er will, aber der hat einen Müll gepfiffen. Der pfeift einen Elfmeter. War es ein Elfmeter? Kann man pfeifen. Ja. Kann man, sag ich ehrlich. Also, kann man pfeifen. Aber, nein, ich bin ehrlich, kann man pfeifen. Aber ich finde, meiner Meinung nach, allgemein das ganze Spielverlauf, also der hat einfach scheiße gepfiffen. Er hat einfach, du hast gemerkt, er hat gegen uns gepfiffen. Aber ich will die Schuld jetzt nicht auf die Schere schieben, weil wir müssen selber die Verantwortung nehmen und das Spiel machen. Was du hast gut gemacht. Aber nur bis zum 16er. Aber den 16er bist du leider nicht reingekommen und es tat ein bisschen weh. Wer schließt ab vom 16er Richtung Tor? Keiner. Wen hast du denn? Ja, das ist die Frage. Ah, doch, Kabak. Kabak ist der Einzige. Der läuft auch noch vom eigenen 16er. Nicolas Gonzalez ist blind. Leider. Es tut mir leid, er macht so ein gutes Spiel, der macht die Wege, aber vorm Tor ist er blind. So, hätte Gomez von Anfang an spielen sollen? Ja, auf jeden Fall. Ja? Er bringt immer Tempo mit rein. Alle nein? Nein, nein. Doch, nee. Ja. Also, warte, ich sag mal so. Ich sage es so. Der Gomez. Weil du hast das Spiel. Warum nein und warum ja? Weil Gomez halt einfach die Torqualität halt einfach hat. Ich wäre für und, ja, und ich erkläre es dir gleich, warum. Aber lass mich auch noch aussprechen. Und du sagst nein, warum? Und ich sag nein, aber nach dem Spiel, also ich sag nein, weil du brauchst einfach Tempo in dem Spiel beim VfB. Eben. Aber das Problem ist, du hast das Spiel über lange Bälle gemacht. Was jetzt dann gebe was ich dir ein Beispiel. Was wahrscheinlich du auch. Und das meine ich, ihr habt die standen so hoch. Die Leverkusener standen so hoch und haben euch quasi fast in den Eiern gehabt. Natürlich. Und ihr musstet immer lang spielen. Und wenn dann Gonzalez versucht, einen Kopfball zu gewinnen, das geht nicht. Er kann vielleicht sogar Kopfbälle. Aber. Oh, nein, aber du hast. Er kann vielleicht Kopfbälle. Sag ja, aber auf dem gegen Spiel. Aber auf dem Spielfeld hast du es nicht gesehen. Aber in Gomez, ich weiß nicht, ob er mehr gemacht hätte. Es wäre halt die andere Frage. Also weniger geht kaum. Rettet ihr euch aus dem Duell, aus dem Keller? Natürlich. Relle ist drin, Union wird gefickt, fertig ist aus. Lassen wir das so stehen? Ja, auf jeden Fall. Ja.